Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wir starten heute mit dem Rest Mais auf Feld 2. Normalerweise ist jetzt einer schon verrottet. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Nun waren wir einfach zu langsam. Jetzt hat er wieder den Sprit drin. Ne? Das heißt, wir werden mal gleich tanken fahren. Also in der Folge davor war der Tank leer. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Sprit. Ich weiß gar nicht warum. Oder hat anders gespeichert. Ich weiß nicht. Jedenfalls, wir können jetzt noch tanken fahren. Denn wie man gesehen hat in der letzten Folge, war der Tank leer. Jetzt haben wir was drin. Auch nicht schlecht. Das war nicht viel, aber es reicht zum Tanken. Und ich weiß nicht, wieso ich da nichts anhängen kann. Keine Ahnung. Ich muss mal ein anderes Gerät versuchen. Auf eine Seemaschine oder das wäre ja egal. Hauptsache, wenn es dann da funktioniert, ja, dann weiß ich auch nicht. Ich werde einfach nur tanken fahren. Wenn wir nicht tanken, haben wir ein Problem. Da hätten wir extra Tankwagen kaufen müssen. Wäre auch blöd sein. Das könnte eine schöne Summe werden. Aber da hat er für Feld 2 fast leer gefahren. Ui. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn der Bauch zu hoch ist. So, 1000 Euro ohne zu. Ja. Na, ich wollte mal was probieren. Und zwar in der. Mal ganz blöd. Brauchen wir zwar nicht. Geht dann darum. Gut. Ich hab gewundert. Wir haben alle Prinzip. Aber da? Ja, da wird's gehen, im Flug wird's gehen, das ist gut. Und da gibt's natürlich nicht, da wo man es brauchen könnte. Da geht's nicht. Aber der Flug hat ja auch so ein, ne, das würde ja auch passen normalerweise. Okay, Reparatur. Vielleicht werde ich mal irgendwann einen Hänger kaufen. Mit so einer Kopplung. Das ist nicht stark reparaturbedürftig. Reparatur erledigt und Tank voll. Vor allem Tank voll. Ja, da unten drauf. Ja, dann können wir den jetzt richtig flügen. Wenn der Regen mal nachlassen würde, wäre schön. Aber
Das sieht zwar von der Vorhersage aus, dass ich aufhören soll, aber ja, geht noch nicht so weit. Ein bisschen nehmen wir noch mit. Mal einen Streifen hier. Mal Tempomat. Das ist Wahnsinn, was wir untergeholt haben hier vom Feld. Das andere Feld da reinhauen. Da, genau. Können wir erst schlafen gehen, wenn wir das fertig haben. Wenn wir auch schlafen können. Gab's wirklich reif. Und das ist nicht. Aber ab ist jetzt noch der Reif. Also für so eine Fälle brauche ich mal einen Traktor. Mal sehen, heute Nacht die Wege habe, sind jetzt liefert. Dann haben wir wieder Geld. Ja, wir werden uns auch schauen. Ein bisschen rauskippen. Müssen wir uns gleich ranschmeißen an den nächsten Feld. Oder wo lege ich mir, ob ich da nicht einen anderen nehme? Anhänger von für Streu und Gras. Sammeln. Und Stroh sammeln. Wenn wir gleich eine Strecke einfahren.
Wenn wir gleich mal einen anderen Traktor holen, mal ausleihen, probieren. Das werden wir gleich machen. Dann können wir den dran lassen. 50 ist so langsam, ne? Da ist nichts. Wir stellen den mal gleich ein bisschen abseits, damit der vom Wege steht. So, leihen wir dann aus. Ich habe da ein Auge gehabt. Da, hier, der hier. Und zwar mit der maximalen Motorleistung. 600 PS. Aber hier, das werden wir nicht nehmen. Wir werden mal hier Blue Chrome nehmen. Oh, das klingt gut, ne? Felgenfarbe. Haben wir kein Chrome da? Silber. Silber. Reifenhersteller Teleborg. Breite Reifen. Michelin. Hat auch was, ne? Da ist der Kommunalreifen. Kommunalreifen ist nix. Wir nehmen mal einen Sonnenreifen hier mit Michelin hier. Breitreifen in Anführungszeichen. Wir mieten den mal. Hat was, ne? Der macht 70 km/h. Fast 20 mehr als der andere. Aber schön. Ohne Grassammelwagen. Grassammelwagen. Oh je. Sehr viel Retter heute. Ja, da kommt nicht rum. So, da kann man hier auch Mais mit sammeln. Also auch nicht. Dazu werden wir jetzt mal gleich hier starten, und zwar mal gucken. Die Lage haben wir 150.000. Wir wollten Heu aufnehmen. So, gleich dabei sind. Entschuldigung, Strom. Nehmen wir gleich Tor auf. Dann haben wir den Haufen vorne weg. Warum kommt er nicht? Also, Mist. Steuerung. Und dann mal zurückfahren. Immer noch nicht. Ist direkt aus oder fahren? Ja, soll nicht sein. Wir müssen ein bisschen anders fahren. Ah, jetzt. Und rüber. Jetzt können wir auch den Kühl rein. Obwohl der Sprudelmäger passt nicht rein, der ist so groß.
die kommt bestimmt gut rein. Mal die Ecke nehmen hier. Ich werde aber aufnehmen müssen. Mais rein. So. Diese beiden Kühen, das ist eng. Von der Höhe her, also vom Futterbeschlag rein. Der kippt schneller ab als der andere. So, dann mal schauen. Wir müssen mit dem Maiswagen hier mal vorfahren. Fangen wir so an. Von der Straße eine Spur kriegen. Da haben wir schon gehabt. Ja. Ich glaube, Leute, am Führungszeichen ist da noch. Ja, unser Schulterhänger verschenkt. Und beeilen, dass wir das kein, beim nächsten kein, dass wir das gleiche machen. So, jetzt fangen wir noch mit an. Können wir mal probieren. Wurstplay. Wurstplay. Wenn mich alles täuscht, muss ich hier mal funktioniert nicht. Wir müssen verladen. Schlaffeld. Das habe ich ganz komisch abgestimmt. Damit fällt 20 und 33 ungefähr. Weiß noch nicht genau wie. Mehr. Fällt, Hans-Völlig fällt. Dann. Wenn wir fahren normal. Da mal. Weich. Das ist wieder so ein blöder Kurs in der Ecke da.
zurück. Eigentlich hat Maurice berechnet, das tut sich. Ja. Irgendwie mag er das nicht. Um eins. Dann nehmen wir nochmal einen Helfer. Geht ohne. Komisch. Wir sind wieder abgestürzt. Ah, jetzt besser. So. Haben wir selber. Achso, das fährt schon kurz. Das liegt daran. Das liegt daran. Aber wir werden mal die Folge erstmal. Halt mal Schüsse im Winkel. Ciao, ciao. Bis dann.